es genauso Herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Wir sind noch mitten im Auftrag. Da ist unser alter Kumpel Joey Boy. Er hat den schickeren Schlitten, den wir uns gleich mal gönnen. Ne, geht nicht. Verdammt. Wir sind immer noch gesucht. Ich glaube, das Auto wird auch... Oh ja, ja, geil. Geil, 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 geil. Nein, nein, nein. Scheiße. Schnell weg. Wir werden mit unserer schicken Militärkleidung einfach so gesucht. Frechheit. Ja, letztes Mal haben wir die Stadt in ein Blutbad verwandelt. Kann man das so sagen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Doch. Wir haben die Stadt auf jeden Fall in ein Blutbad verwandelt und in Schutt und Asche gelegt. Deswegen sind es die Polizisten nicht ganz so gut auf uns zu sprechen. Das könnte wieder ekelhaft werden gerade. Ja, wow. Hammer. Es sind die guten Ordnungshüter, die hier gleich die Bürger platt machen. Sehr gut. Vorbildliche Polizei hier in Empire Bay. Großartig. Das ist Polizeiarbeit vom Feinsten, ja. Brauchen wir auf jeden Fall mal dringend einen Schlitten, der nicht gesucht wird. Wäre eine feine Sache, dass wir hier mal zum Derek vorstoßen können. Ich dachte gerade, jetzt klauen wir uns diese hässliche Lieferwagenschleuder oder was auch immer es ist. Ja, das ist sogar offen, geil. Milchwagen, nice. Passt schon. Dann gehen wir jetzt hier mal auf die Map schauen. Und wo ist denn der Derek? An Hafen. Alter, was? Bisschen weit, aber das machen wir jetzt brutal schlau. Gehen hier erstmal zum Modegeschäft? Oder? Ne, wir gehen zu dem Modegeschäft. So. Perfekt. Da fahren wir jetzt nämlich hin. In Windeseile mit diesem Lieferwagen. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ich hoffe einfach mal, dass die uns im Auto jetzt nicht erkennen. Nee, doch, aber halt langsam. Das passt schon. Lieferwagen hat, wie schon zu erwarten, massive Motorpower. Wir werden also in der nächsten halben Stunde etwa bei unserem Ziel ankommen. Vielleicht lege ich da einen kleinen Cut ein, oder? Weiß gar nicht. Ach, in eigener Sache wieder mal ein Hinweis. Wenn euch meine Videos gefallen, dann wäre es eine hammer coole Sache von euch, wenn ihr da unten einfach auf den Abonnieren-Button klicken würdet und zudem noch auf meinen Kanalnamen klickt und die Glocke aktiviert. Dann seid ihr nämlich immer informiert, wenn es neuen coolen Stuff gibt. An dieser Stelle auch empfohlen, Sea of Thieves ist gerade richtig angesagt. Gefällt mir, saugutes Spiel. Kann ich jedem nur ans Herz legen, da mal in die Videos reinzuschauen. Spiele ich auch mit anderen Leuten, mit dem Vincent, Reggie und Co. Ist eine lustige Sache. Oder auch Fortnite. Ja. Vielen Dank, wenn du den Kanal schon abonniert hast. Wirklich, also jetzt nicht ironisch oder sonst was. Finde ich spitze, wenn man die Arbeit ein bisschen wertschätzt. So. Und jetzt hat es das auch schon mit Eigenwerbung hier. Und ja, wir bauen noch mal einen Schnitt ein. Oder wie lange brauchen wir hier noch? Ne, zum Klamottenladen dürfte mich noch direkt begleiten. Da muss ich hier nicht cutten. Danach gibt es dann einen größeren Schnitt. Weil dann werden wir nämlich nicht mehr gesucht. Dann können wir uns auch eine schnellere Kiste klauen. Das Ganze mal bisschen schnellere Wege geht und wir mal schauen, was wir hier beim Derek zu arbeiten haben. So, jetzt entledigen wir uns mal unserer bisschen arg gesuchten Militäruniform. Sie was Spezielles? Wird die jetzt eigentlich immer... Für Sie. Oh, Klappe. Wird die jetzt eigentlich immer gesucht oder... Gönnen uns hier irgendeinen Freizeitanzug? Gibt es hier was Teureres? Ich meine, wir haben mega Asche. Na, geht so. Wir haben doch mega Schulden. Stimmt. Wir haben immer noch die Schulden dazu, bei diesem... gemeinen Wucher, Kreditjuden, was auch immer. Liegt ein Playboy-Heft. Dachte gerade. Sehr schick. Jetzt haben wir da unseren Mafia-Look. Keiner erkennt uns mehr. Ja, hör's mal auf. Haben wir hier noch eine Kneipe eigentlich in der Nähe? Das wird. Ja, das wäre nicht. Phänomenal. Jetzt gehen wir noch ins Mona Lisa einkehren. Ziehen uns noch ein, zwei Drinks rein, dann geht es uns wieder prächtig, was die Gesundheit angeht, weil man weiß ja nicht, was uns beim Derek so erwartet. Auf, wo du hinfährst. Hier wäre ein halbwegs anständiges Auto, aber hier flaniert der Kopf gerade lang. Aber wie dem auch sei, ich mache hier einen schnellen Cut rein. Wir sehen uns, ja, wo sehen wir uns denn? Wir sehen uns einfach irgendwo, wo ich entscheide, dass wir uns sehen, bis dahin.
Da wären wir am Hafen. Ich habe uns hier eigentlich eine ganz coole Kiste besorgt. Hier. Ziemlich spritzig. Ein Smith Thunderbolt. Geht gut ab. Können wir bestimmt brauchen für die nächste Mission. Gut, da parken wir mal ganz dreist hier vorm Haupttor. Weil wir es einfach können und einen schicken Anzug jetzt haben. Und dann können wir mal mit dem Derek ein bisschen quatschen, was der so für uns hat. Hey, Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was gibt's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemand, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zur Arbeit. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Okay. Da werden harte Maßnahmen gegen streikende Bedienstete eingesetzt. Das sind nicht mal richtige Streikbrecher. 5 schwerbewaffnete Leute, sehr gut. Das sind mal bleihaltige und schlagende Argumente. Das ist wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Tarifverhandlungen, so. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Winnie. Wir klären das ganz ruhig. Friedlich. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, geht mir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Frag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben will. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett weg. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen.
Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Das war mal eine unerwartete Wende, ja? Haltet euch aus. Mehr Schaden kommt allein. Voller Seto. Okay, also wenn Tarifverhandlungen schief laufen, dann sieht es ungefähr so aus, ja. Müssen wir mal schauen, dass wir uns hier Schritt für Schritt durch Dereks Schergen pflügen. Ich schieß schon wieder daneben, das ist ja unglaublich. Okay, der hat gesessen, der hat richtig gesessen. Jetzt delivern wir wieder die Headers. Hier, wie die Internetsprache so schön sagt. Dieses Twitch-Kitty-Gangster-Vokabular leider nicht drauf, tut mir leid. Kappa. Da hinten ist Derek. Da ist... Ne, das ist Steve. Ich verwechsel die immer noch. Sollst du schnell zur nächsten Deckung vorarbeiten. Sehr schön. Wir haben noch nicht viel gefangen. Machen wir den da platt. Ich brauche meine andere Maus wieder. Ich habe immer noch meine Ersatzmaus am Start. Weil meine Hauptmaus immer noch Faxen macht ab und zu. Ich glaube, die muss ich mal einschicken. Das geht so nicht. Also die geht zurück an Amazon. Ich meine, fiese Schleichwerbung. Reflink natürlich in der Beschreibung. Nein. Sowas fangen wir erstmal nicht an. Vielleicht irgendwann mal, aber. Nee. Wir brauchen ein bisschen Moon, ne? Was? Gib mal die Waffe. Ah! Ja, verdammt nochmal. Wie wär's, Vito? Junge. Wenn du dir vielleicht nicht so viel Zeit lässt, jetzt sammel die Munition auf, Alter. Trifft hier schon ins Assi-Vokabular ab. Alter. So. Wir kommen irgendwie nicht so recht voran. Die nageln uns gut fest. Er hat Nageln gesagt. So, jetzt gehen wir hier. Ja, das ist meine Deckung. Nimm das, Unhold. So. Wird auch nicht gefressen. Ja, stirbst du mal? Herzlichen Dank. Oh nee, da sind noch viel mehr. Wir haben noch 12 Schuss damit. Okay. Womit schießen wir denn jetzt an? Okay, die ist auch ganz nett. Die ist eigentlich ganz cool. Das ist die Grease Gun, oder? Da Grease Gun. Oh. Okay. Junge. Schlechte Laune hat er. Okay. Das war unser Mitstreiter, glaube ich. Der hier böse gebremst wurde. Da ist Steve. Das ist Android Steve, das ist nicht Derek. Diesmal habe ich sie unterschieden. Dann werden wir hier gleich im taktischen Manöver eine ordentliche Ladung Blei in den Wanst pumpen. Oh ja. Wo bist du, kleiner Drecksack? Ja, so geht's aber nicht. Was? Ihr habt mein Auto in die Luft gejagt, ihr Schweine. Mein Smith Thunderbolt. Was fällt euch eigentlich ein? Wenn wir hier rüberkommen. Wir brauchen nämlich dringend Munition. Die finden wir hier. Sehr schön. Sehr schön. Wieder gut aufmunitioniert. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's richtig losgehen. Hahaha. Ich dachte schon, es wäre Steve gewesen. Das war Steve. Das war er. Steve am Boden, oder? Ja. Ich glaube, Steve, das alte Steve-Kind, steht nicht so schnell wieder auf. So, Jungs und Mädels. Können wir da oben rein? Können wir ihn mies überraschen eigentlich, wenn da die Tür offen wäre? Wäre das ein feiner Schachzug? Nein. Okay, gut, dann eben... Ebenenkampf. Wobei, der wird oben stehen, der Sack. Deckung. Oha. Oha, er legt doch so einen 1 gegen 1 Bossfight an. Wir warten, bis er nachlädt. Scheiße, der wirft ja Brandsätze. Alter Schwede. Junge! Okay, der Kampf wird brutal. Es wird brutal, weil der mit seinen Sprengsätzen einfach alles trifft. Ach du Scheiße. Ich werde hier getroffen, fürchte ich, oder? Also ein bisschen regenerieren. Ach du Scheiße. Oh, Jesus. Das wird schwierig. Das wird schwieriger, als ich dachte. Nein. Nein. Ist es unfair? Ist es ein unfairer Checkpoint? Brutal. Alter Schwede, ist es unfair.
Okay, hier hat Derek an dieser Stelle schon ins Gras gebissen. Soll uns recht sein. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt gehen wir echt ekelhaft skrupellos vor. Es ist genug. Jetzt haben wir alle Spaß gehabt. Jetzt war es total lustig. Wir haben alle gelacht. Ja? Wir haben alle gelacht, ja? Hahaha, witzig, hä? Ah, nicht witzig. Du bist scheiße, Junge. Aua. Ey. Okay. Wisst ihr was? Ich mache jetzt so einen Cut und wir sehen uns dann im Lagerhaus wieder, wenn ich da mal wieder hinschaffe. Okay. Ja, der Fettwanz lässt sich nicht so einfach töten. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch raus. Okay. Gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da noch irgendwie Bock habe. Es wird ein richtig unfaires Ding, fürchte ich. Hätten wir es dann wieder geschafft. War sogar der Versuch, in dem ich einen Cut gemacht habe. Und jetzt machen wir Folgendes. Wenn er hier Bock hat, irgendwie... Das ist einfach aus Schienen hier oben. Wir werfen ihm jetzt hier einfach, bam, ein paar Granaten hoch. Ich weiß nicht, wo die hingingen. Ich glaube, das war nicht gut. Alter, ist das übel. Oh Gott. Ja. What the fuck? Ist es unfair? Das Feuer erwischt uns nicht mal. Oh mein Gott. Oh nee. Das ist diese eine Mission, an die kann ich mich langsam wieder erinnern. Ich glaube, ich habe da bestimmt 20 Versuche gebraucht. Das ist so Unverschämtheit sein Vater. Ich muss meine Maus switchen, echt. Ich treffe mit dieser. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat mir in der Drehung so einen Headshot reingedrückt. Ich blende, ich glaube, mal eine Zeitlupe ein. Ich mach wieder einen Cut, sonst rage ich hier noch nonstop und dann ist es irgendwann auch nicht mehr so schön. Ja, ist klar, es trifft mich. 700 Meter weit weg, so gefühlt. Komme ich denn da hoch, wenn er die ganze Zeit auf die Treppe wirft? Locken jetzt mal weg. Wirft er ein weites. So, und jetzt stürmen wir da hoch. Jetzt geht's ab. Geht's richtig ab. Wir haben ja das Büro. Hier versteckt sich einer der Schergen. Wer am Arsch ist, wird sich schon noch zeigen. Vielleicht erst ein, zwei Tode später, aber wir kriegen dich schon noch fett, zack. Ich versuche schon noch deinen dicken Schweinehintern. Wo bist du, du Fettsack? Ah, friss Scheiße. Friss das! Friss das! Ah? Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. So. Sehr schön. Hat sehr gut geklappt. Verdiene 27.500 für Bruno. Ich wäre eher dafür, dass wir Bruno einen Besuch abstatten und ihn und sämtliche Geschäftskollegen einen Kopf kürzer machen. Aber vielleicht finden wir hier ordentlich Knete, oder? Lasst uns doch mal den Schreibtisch suchen. Wow, ich glaube, ich habe nice. Altersvorsorge gefunden. Sehr schön. Da noch was. Wo sind die versprochenen 1000 fürs Streikbrechen? Streikbrechen? Aber uns die wieder vorenthalten. Unglaublich. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen. Herzlichen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Was sagt denn unsere Kriegskasse so quasi? 25.938. Womit verdiene ich jetzt? Ah, da können wir hier noch den guten Steve beobachten hier. Ah, Stevie Boy. Nicht so cool, was? Nicht dein Tag, Freund der Nacht. Du hast ihn mit dem Falschen angelegt. So ist es. Wunderbar. Jetzt müssen wir uns ein bisschen Geld klar machen. Aber, was macht denn der hier? Was treibt er denn, der Junge? Läuft einfach auf der Stelle gegen den Erdhaufen. Mensch, Schenskind. Was macht der hier?
fühlt er sich irgendwie beobachtet. Naja, er nagelt einfach irgendwelche Bretter. Egal, hinterfragen wir seine Tätigkeit nicht. Der Mann weiß, was er tut. Okay, vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert auch bitte die Glocke in meinem Kanal, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Bin euch wirklich sehr dankbar dafür. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier ein wenig Empire Bay Hustle betreiben und ein paar Läden ausrauben werden. So sieht es nämlich aus. Derek und Steve sind Geschichte und ich glaube, unser Boss wird darüber eher mittelmäßig erfreut sein. Das heißt, wir können uns noch auf einige nette Kämpfchen einstellen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. I've been flying from town to town.